Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute zu Hunt Showdown. Ja, und ich habe letztens schon mal in einem Video erzählt, dass ich das Spiel gerne mal ausprobieren wollte, weil ich viele Videos darüber gesehen habe, in denen es hieß, yo, das ist der beste Online-Shooter überhaupt. Und man muss drei Tutorial, oh mein Gott, das war das Rentnerhafteste, was ich jemals gesagt habe, drei Tutorial-Runden überstehen, die von Runde zu Runde schwerer werden, man kann die auch überspringen. Ja, aber das Spiel ist ein bisschen eigen und ein bisschen, da muss man erst reinfinden, ja. Und deswegen habe ich die erste Tutorial-Runde gestern gespielt und mir hat das echt Spaß gemacht. Und ich dachte, bei der zweiten nehme ich euch jetzt einfach schon mal mit, weil das eigentlich ganz sinnvoll ist, damit ihr auch das Spielprinzip versteht, ja. Bevor dann wirklich richtige Folgen kommen, wo ich das online zocken werde. Und ihr seht schon, hier laufen Zombies rum. Folgende Geschichte. Also, wir sind hier auf einer großen Karte, die kann ich euch mal zeigen. So groß ist die. Und normalerweise ist es, glaube ich, die ganze Karte, aber im Tutorial-Bereich ist es jetzt nur hier dieser Bereich, der frei ist. Gehen wir davon aus, dass es sonst die ganze Karte ist, würde auf jeden Fall sonst nicht so viel Sinn machen. Ich habe jetzt hier eine Shotgun, ich kann meine Waffe bestimmt auch irgendwie wechseln. Ziel ist es auf jeden Fall, ja, Hinweise zu finden, die uns zum Bossgegner führen. Der Bossgegner, der ist stärker als die normalen Zombies und so, die hier so rumgeistern, aber auch ein mutiertes Monster, ja. Es gibt verschiedene, es gibt so eine Spinne, es gibt also eine Riesenspinne, es gibt aber auch so einen Riesenschweinsmensch, der mich ein bisschen an dieses Saw-Schwein erinnert. Den hatte ich letztes Mal, ich weiß jetzt nicht, was hier in diesem Tutorial auf uns wartet. Jedenfalls müssen wir Hinweise finden, um diesen Bossgegner zu besiegen, den dann zu looten, zu verbrennen, das dauert dann eine gewisse Zeit, oder zu verbannen heißt es, glaube ich, und dann mit dem Loot zu einem der drei Ausgänge hier, die mir jetzt im Tutorial-Bereich angezeigt werden, in der Regel muss man die aber finden, zufällig, glaube ich, ja, zu rennen und zu entkommen. Online kommt dann noch dazu, dass es ein ganz kleinen Battle Royale-Ansatz hat, das heißt, hier sind auch andere Leute, die das Gleiche versuchen, ja. Dieses Spiel ist sehr gelobt und viele sagen, es ist der beste Shooter, den es momentan gibt. Und ich als alter Shooter, Bro, was ist das denn? Der hat natürlich Bock, dass wenn er sowas hört, das auch selber auszuprobieren. Ah, ich bin in der Nähe eines Hinweises. Ah, okay, der hält auf jeden Fall schon gut was aus. Okay, das Problem an der Shotgun ist, dass die sehr, sehr lange zum Nachladen braucht. Und in diesem Spiel hier stirbt man sehr, sehr schnell, ja. Das Ganze ist wohl auch so, dass wenn man online stirbt, dass der Charakter dann auch weg ist. Da habe ich das zumindest in einem GameStar-Video erfahren. Das heißt, du levelst einen Charakter und wenn du Boah, Junge, Alter. Was fällt denen denn ein? Und wenn du dann online einmal stirbst, dann ist der Charakter weg, du musst wieder von Level 1 anfangen. Da bin ich mal gespannt drauf, das schreckt mich ein bisschen ab, um ehrlich zu sein. Es gibt jetzt hier so diesen Hinweismodus. Der zeigt uns an, wo der nächste Hinweis ist. Der Hinweis scheint hier drin zu sein, das heißt, wir gucken mal irgendwie, dass wir da reinkommen. Gibt's hier eine Tür? Erstmal, das ist eine Munitionskiste, nehmen wir mit. Noch eine, hä? Na, Munition ist voll. Oh, jetzt haben wir so eine Bärenfalle. Hier platziere ich hier für den Bastard, der kommt. Okay, E-Leiter benutzen. Ah, so Leute. Hier oben geht es auf jeden Fall rein. Ich weiß nicht, warum sich die ganze Zeit das Menü nochmal öffnet. Was an dem Spiel auch richtig geil ist, ist die Sound Engine, ja? Hier ist der Tipp. Okay, ich versuche den jetzt zu schlagen. Denn wenn ich schieße, locke ich andere Gegner logischerweise an. Ich weiß nicht, ob sein Geschrei auch andere Gegner anlockt. Wir können jetzt auf jeden Fall den Hinweis nehmen. Zack. So, und jetzt hat sich unsere Karte aktualisiert. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass wir nur noch in diesem Bereich suchen müssen. Ja, wir können jetzt noch mehr Hinweise finden und dann dämmt sich das Ganze ein. Wir können aber auch random theoretisch rumlaufen und den Boss einfach so suchen. Oh, okay. Es hieß im zweiten, oh Gott. Und ich muss nachladen. Genau deswegen ist die Shotgun scheiße. Leute, vielleicht mal gucken. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein Problem. Ah, das schmeckt mir nicht.
So, jetzt lad mal nach. Der kann nämlich auch beim Rennen nachladen. Ich vergesse das nur immer. Oh nein. Schieß. Komm schon. Okay, gut. Okay, alles gut. Ich hau erstmal ab. Aua, das war nicht so smart. Heilung findet man auch. Das ist ja eine Laterne, theoretisch. Ja, brauche ich es nicht unbedingt. Was ich mal gucken wollte, ist, kann ich die Waffe wechseln? Ne, wir haben also quasi im Tutorial jetzt nur diese Waffe. Ich weiß nicht, ob man Waffen finden kann. Wir müssen jetzt auf jeden Fall uns nach dem nächsten Hinweis auf die Suche machen. Da sind Hinweise, das heißt, ich renne einfach jetzt mal hier weiter. In der ersten Tutorial-Runde wusste ich das tatsächlich nicht, dass ich diese Taste, falsche Taste, diese Taste drücken kann und mir die Hinweise dann grob angezeigt werden. Da habe ich die Hinweise einfach so gesucht und gefunden. Hat nur ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, ob meine Map gerade irgendwas wichtig, meine Facecam irgendwas Wichtiges überdeckt, muss ich gleich mal drauf achten. Also wenn ich diesen Modus hier öffne, dann seht ihr ein Stück von der Hand nicht. Ja, okay. So seht ihr halt manchmal die ausgewählte Waffe nicht. Wir haben jetzt jedenfalls Waffen. Ja, so Fackeln. Ah, das war nix. Hatten die in der ersten Runde nicht. Es ist natürlich jetzt nicht sonderlich herausfordernd, sag ich. Weil wir natürlich noch keine echten Gegner haben. Das macht das Ganze natürlich erst interessant. Wenn mehrere Leute sich hier auf die Suche begeben. Okay, hier vorne ist direkt ein Hinweis. Ich frage mich, ob das auf dieser Map jetzt genauso ist wie letztes Mal. Habe ich auch auf dieser Map hier gespielt? Oh Gott, ich habe aus Versehen das Steam-Menü geöffnet. Gut, sieht man in der Aufnahme nicht perfekt. Da ist wieder so ein Dicker. Vielleicht lege ich mir diesen... Okay, da ist auf jeden Fall irgendwo der Hinweis. Ich würde aber versuchen, den hier erst noch zu killen. Okay, war vielleicht nicht so smart, da ich nicht nachgeladen habe. Der ist zum Glück nicht ganz so schnell. Okay, ich dachte... Jetzt ist er down. Gucken wir uns den Bruder doch mal an. Da erkennt man gar nicht mehr viel von. Okay, der ist auf jeden Fall schon sehr mutiert. Ich lade direkt nochmal nach. Ich gehe jetzt hier über die Mauer. Ich habe auch, glaube ich, letztes Mal hier den Hinweis gefunden. Kann sein, dass das im Tutorial jetzt immer gleich ist. Hier können wir uns auf jeden Fall heilen. Nein, das wollte ich nicht. Frag mich, ob ich da auch selber reintreten kann. Ja, kann ich. Okay. Habe ich jetzt nur ausprobiert, weil ich mich hier heilen kann, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber ich kann scheinbar auch selber reintreten. Okay, hier. Hier könnte ein Hinweis sein. Ja, da ist der Hinweis. Moin, du mit deinen zwei Fackeln, mach dich ab. Okay, ich nehme das schnell ein. Ich habe Angst, dass mehr kommt. Dann will ich eigentlich gerne weg sein. Oh, eine Axt. Brauchen wir nicht, wir haben unsere Shotgun. So. Jetzt hat sich der Bereich auf das hier gedingst. Mal gucken, in welche Richtung ich muss. Das heißt, ich muss in die Richtung. Okay, dann ist der Boss, glaube ich, doch nicht da, wo er letztes Mal auch war. Wäre auch ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Boah, oh Gott. Nein, ich schieße daneben. Oh je. Okay, da ist wieder so ein Fetter. Ah, das war schon mal nix. Das auch nicht. Okay, ich will was ausprobieren. Diese Fässer stehen hier doch nicht ohne Grund. Okay, vielleicht doch doch. Und der macht ganz schön Schaden. Ah ja, jetzt ist es explodiert. Alles klar. Danke für nix. Okay, ich dachte, ich kann das Tor vielleicht zumachen. Moin, Jungs. Das war nur testweise. Ich habe Angst, dass wenn man... dass sie hier irgendwie raus können. Kann man das irgendwie aufmachen? Ich frage mich jetzt, warum sollte man das aufmachen? Aber es ist ja theoretisch... im Online-Modus würde es ja Sinn machen, das aufzumachen, damit die vielleicht Gegner angreifen. Mann, ich drücke hier also auf die falsche Taste. So, hier ist der Nachtmodus. Okay, wir gehen mal da lang. Das ist der nächste Hinweis. Den kann man sich ja nochmal gönnen, ne? Wir haben ja nichts zu ver... Warum ist es da so rot? Warum ist es hier rot? Was bedeutet das? Da kann ich nicht hin. Huch. Oh, das mit den Tasten, ne? Wahrscheinlich... Ach, okay, weil der
Teil der Map gesperrt, deswegen, weil wir im Tutorial da, glaube ich, nicht hin können. Okay, ich glaube, hier war der Bossgegner das letzte Mal doch, oder? War der auch hier? Lad mal lieber schon mal nach. Hey, war der hier? Moin, Tante, ich ignoriere dich einfach. Geh mal schön hier über... Oh Gott, hier sind schon ein paar am Abchillen. Mich einfach an denen vorbeisneaken. Ich töte sie lieber. Okay. Sehr stark. Nichts getroffen. Okay. Ein dämonisches Flüstern können wir hier jetzt wahrnehmen. Moin. Kill die erstmal. Kein Bock, dass mir einer in den Rücken fällt von denen. So ein bisschen Leben wäre auch nice. Na, bis dann. Okay. Er ist auf jeden Fall hier irgendwo. Oh Gott. Diese Vögel erschrecken mich echt jedes Mal. Ah, da ist er. Okay, da ist er. Du kommst schon mal weg. So, der Vorteil ist, der ist hier drin. Kann ich da durchschießen? Ja. Das ist sehr praktisch, dass ich das kann. Problem ist, jetzt kommen sie hier angerannt, oder? Nee, okay, noch nicht. Ja, ich habe nicht so Bock, den freizulassen, um ehrlich zu sein. Ich bin eigentlich überzeugter davon, hier durch die Scheiben durchzuschießen, wenn man das Scheiben nennen kann. Geh nochmal hier rüber. Oh. Ah, okay, hier ist jetzt beispielsweise eine andere Waffe. Er sieht auch nicht aus wie ein Zombie, er sieht aus wie ein toter Spieler. So. Komm doch nochmal hier ans Fensterchen, da hinten ist er. Jetzt rennt er da. Boah. Ja, okay. Nee, ich versuch's durchs Fenster, Leute. Warum riskieren? Wir haben ja nichts zu verlieren, wenn ich's hier durchs Fenster mache. Scheint ihn auch nicht zu interessieren, dass wir nicht zu ihm reinkommen. Ey. Nutzen wir die Gelegenheit und laden kurz nach. Da ist er wieder. Ach komm, hör auf, dich als hinter den Ecken zu verstecken. Ah, der hat halt keinen Bock, die ganze Zeit Munition abzubekommen. Schreit aber auch fürchterlich. Die haben auf jeden Fall auch alle verschiedene... Och nö, ich hab's verkackt. Die haben auf jeden Fall auch alle verschiedene Fähigkeiten. Er hat jetzt Feuerfähigkeit, das heißt, er würde uns mit Feuer beschmeißen. Wenn wir uns in seine Nähe begeben würden, aber... Warum sollte ich das tun? Ich habe das Spiel übrigens auf den höchsten Grafik-Settings, die gehen. Oh, jetzt wird er sauer. Nicht, dass der jetzt hier irgendwie rauskommt. Wo ist er? Da. Nein, jetzt bleib doch mal hier, Junge. Er kann aber nicht mehr viel aushalten eigentlich. Lad nochmal nach und dann mache ich die Tür einfach mal auf. Achso, ich habe keine Munition. Wie kann ich wechseln? E. Okay, das war nicht so schlau. Die Waffe hier kann ja gar nichts. Oh je, Leute, was habe ich getan? Warum habe ich das getan? Oh Gott, das war dumm. Ja, gib mir bitte wieder die Shot. Nein, ich habe sie nicht aufgehoben. Er kann mit Feuer werfen, wie ich es mir gedacht hatte. Wo ist er denn jetzt? Wo bist du denn jetzt, mein Freund? Zeig dich. Ja, die hat nur noch zwei Schuss, macht keinen Sinn, die nochmal aufzuheben. Da drin ist Munition. Ne, er nimmt die aber auch nicht. Toll, ich kann da jetzt halt nicht rein, weil es brennt. Ne, da brennt es ja auch. Nein. Verbrennung heilen. Verbrennung stoppen. Ich brenne, ja, ja. Ja, renn doch mal. Oh Gott, Leute. Das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. In der letzten Runde hat das besser geklappt.
So, wo ist der Penner? Oh Gott. Oh mein Herz, Alter. Irgendwie habe ich nicht, nicht damit gerechnet, dass er von oben kommt. Ich dachte, er wäre irgendwo hier unten. Toll, das Feuer hier geht doch nicht mehr weg, oder wie, oder was? Lad mal schneller nach, Junge. Oh Gott. Oh Mann, ich krieg hier wirklich Herzinfarkte. Mann, ey. Das können die nicht mit mir machen. Jetzt stellt euch vor, ihr habt noch die ganze Zeit Angst, dass hier echte Gegner auf der Jagd nach euch sind. Problem. Ich hab ein Problem. Er stirbt einfach nicht. Der stirbt einfach nicht. Jetzt ist er tot. Oh Gott sei Dank. Nein, er schlägt nochmal um sich. So, jetzt können wir den verbannen. Problem ist, in der Zeit, in der er verbannt, kommen Gegner. Das ist prinzipiell nicht so geil. 33%. Oh Gott, oh Gott. So, ich will nämlich seine Trophäen. Und die muss ich dann zum Ausgang bringen. Dann haben wir quasi gewonnen. Und wir müssen es halt bei der ganzen Zeit schaffen, nicht getötet zu werden. Weder von NPCs. So, da haben wir die Trophäe. Ah, perfekt. Hier geht's nicht raus. Okay, Leute, no risk, no fun. Ja, Verbrennung stoppen. Mir egal. Wir hauen jetzt einfach ab. Munition ist nachgeladen. So, Karte aktualisiert. Ja, okay. Wir müssen jetzt zu einem Ausgang rennen. Und Ausgang ist... Kann man sich eigentlich Sachen auf der Karte markieren? Sieht nicht so aus. Wir rennen einfach straight geradeaus eigentlich. Straight geradeaus und jetzt einfach versuchen, nicht mehr zu sterben. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das ein ganz schöner Nervenkitzel ist, wenn man hier auch noch Gegner hat, also echte Gegner, ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar Videos darüber geguckt. Ich habe mir keine Gameplay-Videos angeguckt, sondern eigentlich nur Videos darüber, wie erzählt wird, ja, wie geil dieses Spiel ist und wie viele Strategien du hier an den Tag legen kannst, weil du kannst halt theoretisch dich einfach an den Ausgang setzen und warten, bis jemand anderes einen Boss getötet hat, aus dem Ausgang fliehen will und dann creepst du den einfach ab. Du kannst halt alle möglichen Spielvarianten hier an den Tag legen, ja. Wir spielen jetzt im Tutorial natürlich die Basic-Variante. Wir suchen den Gegner, wir töten den Gegner, wir hauen mit dem Loot ab. Oh Gott. Die sind aber auch echt schnell. Ich sprinte schon, ja. Kann man halt wahrscheinlich alles hochleveln, dass man schneller läuft, weil wir rennen halt schon echt lahmarschig. Kann man einfach nicht anders sagen. Okay, erstmal ist aber keiner mehr hinter uns. Ja, ich muss ein bisschen mehr in die Richtung. Ja, okay, so. So da lang. Lad gerne nochmal nach. Zum Glück kann man schon von Anfang an beim Laufen nachladen. Das ist schon mal ganz geil. Es gibt inzwischen, ja, das Spiel ein bisschen älter ist, auch schon viele verschiedene Maps. Das hier ist die Standard-Map. Mit den ganzen mit Farmland hier, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist aber auch ganz geil. Ist ein nice Setting. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar aufregendere Maps, ja. Werden wir aber jetzt hier im Tutorial wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ich guck mal. Ja, okay, wir sind schon. Boah, warum erschrecke ich mich jedes Mal so vor diesen Vögeln, Alter? Ich glaube, da ist der Ausgang, oder? Normalerweise müsste da so ein Boot stehen. Ja, okay. Da ist der Ausgang. Extraktionspunkt. Da renne ich jetzt hin. So, da bauen sich direkt schön auf das Schiff. Und bin fein raus aus der Sache. Oh, hier ist natürlich noch schön Gegner zum Ende. Der überlebt ja alles. Ja, komm. Ich dachte, der litt nach. Ja, mach, bleib, wo der Pfeffer wächst, Alter. Ich bin weg, 4 Sekunden. Komm, ich töte den noch. Easy Snake, Leute. Und damit haben wir die Runde überlebt und bestanden quasi Hand-Showdown. Ich hoffe, ihr habt das Spielprinzip verstanden. Wie gesagt, im Online-Modus sind natürlich noch echte Gegner dabei, auf die wir aufpassen müssen. Da kann man dann natürlich viele verschiedene Strategien ausprobieren. Wir haben jetzt hier ganz basic einfach das gemacht, was wir machen sollen eigentlich, ja. Was ich halt interessant finde, ist, dass man nicht sterben darf, ja, weil sonst quasi der Charakter weg ist. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das Video, was ich gesehen habe, war schon sehr alt.
Vielleicht gibt es inzwischen auch Modis, wo das nicht so ist. Das schreckt mich persönlich ein bisschen ab. Blutsmarken. So, jetzt können wir theoretisch hier noch das letzte Profi-Tutorial machen, also nochmal auf schwer. Und dann können wir quasi online zocken. Das mache ich aber ohne euch, denn ich will diese Münzen haben. Einfach nur deswegen mache ich's. Hier ist schon die coole Musik. Leute, ich habe übrigens, habe ich gar nicht gesagt, das Mikrofon komplett jetzt nochmal neu eingestellt. Mit allen möglichen VSTs, ja. Mit Equalizern, allem. Equalizer, nicht Equalizer, what the fuck. Alles gemacht, ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Schreibt mir mal, wie ihr die Tonqualität findet, ob ihr damit zufrieden seid. Und mal gucken, wie ich sie finde. Ist jetzt meine erste Aufnahme. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall bald mal eine Folge hochladen, wo ich online zocke. Ja, bin mal gespannt, wie das da läuft. Das ist bestimmt cool. Also mir macht das Spiel auf jeden Fall Spaß. Kann mir schon vorstellen, dass das sehr geil ist online, ja. Jetzt Tutorial ist natürlich, passiert nicht viel, aber ich hoffe, ihr habt das Tutorial geschaut, um auch ein bisschen zu verstehen, wie das ganze Spiel funktioniert, damit, wenn wir das dann online spielen, nicht mehr so viele Fragen entstehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Glocke aktivieren und nicht zu vergessen, den Kanal abonnieren. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, so rum. Macht's gut, Leute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.